Sonnenstube der Schweiz. Also, meine lieben Freunde, heute gibt es einen schönen Unboxing von diesem schönen Set von Wange. Das ist die V20 Osprey oder kurz gesagt Air Force, wie es hier bezeichnet wird. Gehört zu der Air Force, das ist klar. Und hat 605 Teile, ja, muss ich nachschauen. Weiß nicht alles auswendig. Ist ab 6 Jahre und ist ein Modell 1:44. Und was ich auch noch schön finde, ist diese Schachtel. Die Maschine selbst ist glänzend, während der Rest ist alles Mattlack. Also ist matt. Das wird eben mit einem Mattlack gemacht. Also die Schachtel war sehr wahrscheinlich ursprünglich glänzend und dann wird das dann nur die Teile, was nicht Maschine ist, mit einem Mattlack bedruckt. Das weiß ich, weil das wir auch, und ich mal Druckerei geschafft haben, wird das auch gemacht für verschiedene Verpackungsmaterialien. Also wenn man das, also technische Sachen über Druck, hier die Abenteuer der Rückseite. Ich weiß nicht, ob man da fürchten muss oder nicht, das ist für euch selbst Entscheidung. Ich fürchte mich natürlich nicht, das sind ja Klemmbausteine und keine echte Maschine. Also fürchten muss ich mich da hier nicht. Wie gesagt, hier sieht man natürlich alle anderen Modelle, die bei Wange noch existieren. Und hier oben ist noch die Geschichte über die Osprey. Ich lese es nicht vor, es ist auf Englisch und mein Englisch kann man nicht brauchen. Ich habe nur ein Jahr Englisch gelernt und in einem Jahr lernt man so wahrscheinlich nur das Basic und nicht mehr. Deswegen lese ich lieber nicht. Das wäre mal das über die Schachtel. Ich werde jetzt die Siegel aufmachen. Ich habe das Sackmesser, das berühmte. Also berühmt, ich habe so eines. Die meisten von euch kennen so wahrscheinlich diese Sackmesser in Rot, oder? Aber es gibt auch so in Silber und auch noch, glaube ich, andere Farben, auch im Militärgrau oder so. Das ist das Originalmesser, das ich in meiner Zeit, als ich in der Armee war, bekommen habe. Das ist noch das und das benutze ich meistens. Es ist die wichtigsten Teile sind auf diesem Messer. Ich brauche nicht, ich habe auch diese dicke Breitenmesser, ich weiß nicht wie viel Klingen, aber das brauche ich wirklich nicht. Also, jetzt schön die zwei Siegel aufzumachen. Ich habe immer Angst, nicht zu fest zu drücken, dass ich vielleicht die Schacht, also das Inhalt zerstöre oder so. Aber ich glaube, das ist so. Also, das müsste reichen. Ist das noch verklebt? Das ist noch alles verklebt. Ach, das wusste ich nicht, dass es noch verklebt ist. Ja. Und jetzt. Ein bisschen Zerstörung ist noch immer dabei. Nein, es geht. Also, es ist nicht so schlimm, es ist noch ein bisschen abgerissen hier. Aber das ist normal, wenn es verklebt ist. Ich sehe hier in der Schachtel etwa, also ein bisschen zusammendrücken, etwa, was kann man sagen, das ist etwa 2/3 voll, wenn man das etwas sieht, so sieht das Ganze aus. Wenn ich das Ganze aufmache, jetzt hier die Tücher, was anderes, aha, oh, das ist, Einzelteile gibt es auch. Das ist nicht unbedingt sehr gut. Da sind ich einer der Tüten offen oder nicht gut geschlossen gewesen. Da sind die extra separat. Das sind solche Technikteile hier. Drei Stück. Dann haben wir noch so ein Teil. Da auch wieder. Also da muss wahrscheinlich einer der Boxen her, Boxen, Tüten, nicht ganz geschlossen. Ja, mal schauen. Das sieht wirklich so aus.
Linux. Das ist ein weiteres Teil. Noch nicht ausgestanzte Teile gibt hier. Gut, ich habe bis jetzt nur einmal Wange gebaut, deswegen weiß ich nicht. Das letzte, was ich mal bei Wange von Wange gebaut habe, war das Kolosseum. Ich weiß nicht, ob das normal ist, dass man noch solche Teile ausstanzen muss, also ausstanzen, von diesem Plastikding abtrennen muss. Das ist natürlich. Also ich sehe, dass die Tüten nummeriert sind. Ich glaube, das ist extra so separat. Ich sehe da keine kaputten Beutel. Das heißt, es war nicht so lose drin. Ich weiß nicht, ob auch von euch so war. Aber bei mir ist es so. Aber seltsam, dass es so kleine Teile lose drin sind. Das ist noch ein Teil drin. Das ist auch schön schwarz. Da habe ich, glaube ich, auch keine von Kobi. Ah, da kann man verschieben, also bewegen. Das ist auch nicht schlecht. Ah, gewisse Ähnlichkeit mit der von Lego, aber gewisse nicht ganz. Hat noch andere Sachen, die anders ist. Fühlt sich gut an. Also fangen wir mal an mit den Tüten. Mal schauen, was haben wir Nummer 1. Das ist 2 und 2. Dann haben wir nochmals 1. Da hier ist Nummer 3. Nummer 3. Nummer 2. Nummer 1. Aha! Jetzt habe ich den Übeltäter gefunden. Ja. Da ist sie wirklich kaputt, also offen. Deswegen sind die Teile rausgefallen. Ich hoffe, ich habe nichts verloren, aber ich sehe, dass die Box relativ dicht war. Also ich habe keine. Es ist nur die Tüte hier, die offen ist. Also das sind also von hier rausgekommen. Ist all das kann passieren, sollte eigentlich nicht passieren. Das gehört zu Nummer 3. Ich weiß nicht, ob der auch hier drinnen war, also wahrscheinlich. Aber ich lasse den Strahl raus. Das ist die Box Nummer 3, das ist 2. Das gehört, da steht keine Nummer drauf. Hier steht auch keine Nummer drauf. Hier steht Nummer 1. Okay, das sind 3 Bauabschnitte. 1, 2. So, was man nicht etwas sieht. So. 1, 2 und 3 plus solche Dinge hier. Also diese, die man abnehmen muss. Das sieht so ähnlich wie bei Ravel, wenn man solche Teile abnehmen. Ich habe mal früher 2 Flugzeuge von Ravel gebaut, also 2 Modellflugzeuge. Jetzt weiß ich nicht. Eine war, glaube ich, die berühmte Blackbird, die Blackbird, also die. Oh, jetzt weiß ich nicht mehr die Nummer genau, wie die ist. Das ist die Blackbird, dieser riesige Flug, das war relativ groß. Der Überschall, also der mehr, glaube ich, 3,5-fache Überschall fliegen konnte. Das habe ich mal von Ravel gemacht. Und das zweite von Ravel war ein. Das war von Odyssey Space 2001. Das ist einer dieser E-Gleiter, die Schiffe, die von der Station zur Erde flogen. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, wie die hießen. Die 2 Modelle habe ich mal von Ravel gebaut, aber das ist. Als ich noch klein war. Ewigkeit, die habe ich natürlich nicht mehr. Jetzt, deswegen kommt man das, wenn ich so etwas sehe, sehr an so Sachen. Modellbau.
So, die Anleitung ist recht dünn. Also, das heißt, es geht sehr wahrscheinlich vieles von sich weg. Also wird sofort etwas vom einen nach dem anderen gebaut. Also, heute habe ich Probleme mit Deutsch. Ich meine, es ist nicht bei Lego wie ein Teil pro Seite, sondern es sind mehrere Teile. In dem Sinn wollte ich sagen. Ab und zu habe ich immer Sprachprobleme. Würde euch verzeihen, dass ich ab und zu solche Probleme habe. Mein Kopf hat immer andere Ideen. Ich finde das wirklich nicht schlecht hier gemacht. Also, es ist im Grunde genommen ähnlich wie bei anderen. Es ist eher, wie kann man das sagen, ausgegraut kann man eigentlich sagen. Es ist einfach weiß. Was schon gebaut ist, ist weiß. Das, was noch gebaut wird, wird in seiner Farbe gezeigt, wie ich das sehe. Im Grunde genommen ähnlich wie bei manchen, bei Kobi oder so. Nur ein bisschen anders. Ich glaube, die meisten wissen ja, wie das ist. Ah, das sind die berühmten zwei neue Minifiguren. Das sieht mir nachher auch, wie das Ganze aussieht. Die habe ich da drin, habe ich gesehen. Das ist schon im ersten Bauschritt schon, ja. Hier haben wir ein Bild von denen. Also hier oben sehen wir die zwei Piloten. Also vom Bild her sehen sie ziemlich Lego-ähnlich aus. Also, obwohl das kann auch täuschen hier. Ich sehe nur die Hände und so. Die sehen sehr nach dem von Lego aus. Aber das will nichts heißen. Ich muss es nachher sehen. Ich sehe es hier nicht gut. Es ist intern. Man sieht es leider nicht gut. Es ist so verpackt, dass man genau in die Kabine reingesetzt hat, die Figur. Ich werde es euch zeigen, sobald es abgebaut ist. Ich glaube, wie gesagt, das ist das einzige Set von Wange, das Minifiguren besitzt. Die andere, ich bin aber nicht sicher, vielleicht gibt es auch ein anderes. Ja, hier gibt es noch eine, ja, hier. Das einfach, hier sieht man besser, die Figur. Ah. Ich werde es euch mal zeigen, sobald es dann aufgebaut ist. Dann werde ich auch sehr wahrscheinlich das Ganze vor der Kamera näher zeigen. Das wäre mal alles, mehr habe ich nicht zu sagen. Es ist ein schönes Set, wenn ich das sehe. Schade, dass wir jetzt da, mein Tag Nummer 3, dass da ein offener Paket, also wie sagt man, Beutel offen schon ist. Ich hoffe, dass all die Teile da sind, aber ich glaube nicht, dass da etwas verloren gegangen ist, weil die Box hier, die Schachtel, ziemlich dicht ist. Ich sehe da keine Löcher, die etwas rausfliegen könnte. Also deswegen glaube ich nicht, dass da, nein. Das war auch gut versiegelt und verklebt. Also ich glaube, die Teile sind all da, wo sie sind. So. Das wäre mal alles. Nächstes Mal zeige ich, wie gesagt, das Modell fertig. Also, ciao und bleibt mir gesund und munter.